Hallo meine Lieben und willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Ich bin Julia von Nähliebe und hier dreht sich alles rund um das Thema Nähen. Heute möchte ich euch gerne zwei Varianten zeigen, wie ihr eine Wendeöffnung schließen könnt. Die erste Variante, da werden wir mit einer sehr einfachen Art arbeiten und mit einer sichtbaren Naht nähen. Bei der zweiten Variante werden wir eine unsichtbare Naht nähen. Ihr habt bestimmt schon mal die Begriffe Leiterstich, Matratzenstich oder auch Zaubernaht gehört. Was das genau bedeutet und wie es funktioniert, das zeige ich euch in diesem Video. Die erste Variante eignet sich besonders gut für Wendeöffnungen, die später nicht mehr sichtbar sind. Zum Beispiel habt ihr das bei einem Tascheninnenfutter oder wenn ihr zum Beispiel einen Blazer näht, wo ihr im Ärmel noch eine Wendeöffnung habt, die dann später im Blazer selber verschwindet. Das hier ist jetzt meine Wendeöffnung und wichtig ist, dass ihr Anfang und Ende eurer Wendeöffnung immer gut verriegelt. Wir legen uns das Ganze jetzt sauber aufeinander und stecken uns die Öffnung mit Klammern gut fest. Wir beginnen hier oben bei der Öffnung unserer Wendenaht und nähen diese Strecke mit 2 mm, also knappkantig fest. So sieht die schnelle Variante, wie ihr eine Wendeöffnung mit sichtbarer Naht schließen könnt, aus. Die zweite Variante eignet sich besonders gut für alle Wendeöffnungen, die später sichtbar sein werden. Ich habe mir hier schon mal eine Nadel mit einem Faden in einem etwas dunkleren Garn vorbereitet, damit ihr gleich auch gut erkennen könnt, was ich nähe. Und das Fadenende habe ich bereits verknotet. Am besten bügelt ihr euren Stoff schön glatt. Denn dann könnt ihr super gut die Bruchkanten erkennen, denn die werden wir gleich benötigen. Aber zuerst werden wir unseren Faden verknoten. Dazu gehe ich hier an den Anfang von der Wendeöffnung und steche hier durch den Stoff. Und jetzt geht ihr mit der Nadel hier nochmal durch die Schlaufe durch. Wir stechen jetzt hier mit der Nadel immer abwechselnd in unsere Bruchkanten rein, aber nicht außerhalb der Bruchkanten, sondern immer so ein kleines Stückchen innerhalb der Bruchkanten. Gehe ich auf die andere Seite und steche auch hier wieder leicht innerhalb meiner Bruchkante in den Stoff. Jetzt wechseln wir wieder die Seite und stechen auch hier wieder in den Stoff rein, in die Nahtzugabe. Und jetzt könnt ihr hier nach ein paar Stichen auch schon ganz gut diese Leiternaht erkennen. Wenn ihr am Ende angekommen seid, dann braucht ihr nur noch euren Faden einmal festziehen und euer Fadenende verknoten und dann seht ihr nichts mehr von eurer Naht. Wenn du jetzt auf der Suche nach einem Projekt mit Wendeöffnung bist,
dann schau doch gerne mal in dem Video vorbei, das ich dir hier verlinkt habe.